Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gemeinde, wir feiern heute am letzten Tag im Marienmonat Mai das Fest Pfingsten. Wenn ich den Akzent setzen darf, dieses Fest ist für uns wichtiger als Weihnachten und Ostern. Und wir wollen, indem wir vor allem die Lesungen der Heiligen Schrift hören, das zu begreifen versuchen, was Gott für uns an diesem Tag getan hat. Bevor wir das Wort der Heiligen Schrift hören und die Danksagung feiern, bitten wir den Herrn um Vergebung unserer Fehler und Sünden. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er verzeihe uns unsere Fehler. Und schenke uns die Gaben des Geistes. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob,
strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem Heiligen Geist getränkt. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfanget den Heiligen Geist. Denn ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, frohe Pfingsten, frohe Weihnachten, frohe
frohe Ostern. Und genauso wichtig, frohe Pfingsten. Wir haben in den vergangenen Wochen einige Male darüber gesprochen, dass die Evangelien der Apostel Paulus sehr verschieden das Leben Jesu, die Botschaft des Evangeliums darstellen. Besonders wichtig auch heute für das Verständnis dieser drei Lesungen, erinnern Sie sich, dass bei Johannes dieses Zeitschema 3 Tage, 40 Tage, 10 Tage, also 50 bis Pfingsten keine Rolle spielt. Das interessiert ihn nicht. Bei Johannes geht der Herr, indem er auf Golgotha stirbt, zu Gott nach Hause. Er hat sein Werk vollbracht und ist in diesem Moment bei Gott. Und dann tut er das, was bei Lukas 50 Tage später geschieht. Er schenkt seinen Jüngern den Heiligen Geist am selben Tag. Ja. Und hier sehen Sie schon, was die Wirkung und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Der Friede sei mit euch. Also, wenn ihr den Heiligen Geist empfangt, ist der Friede Gottes in euch. Ich habe den Firmlingen, die ich mit Freuden hier sehe, immer wieder, also wie so ein Pauker gesagt, was ist Geist, was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Beziehung, Verhältnis. Der Heilige Geist ist eine Energie, eine Kraft, die verschiedene Dinge zusammenbindet, die den Austausch ermöglicht. Und der Heilige Geist in einem wahren und wirklichen Sinne ist die Beziehung, das Verhältnis, das Band der Liebe von Vater und Sohn. Wenn man das, also meditieren verstehen kann man das leicht. Wenn man das philosophisch erklären will, wird das diese komplizierte, also zu schwierige Trinitätstheologie. Der Heilige Geist ist Beziehung, Verhältnis. Weil uns Gott seinen Heiligen Geist schenkt, Vater und Sohn, darum sind wir im Bunde mit Gott. Bund, schöne deutsche Wort, binden, binden, Band, gebunden. Ich könnte stundenlang allein über das Wort nachdenken. Also, Geist ist Beziehung und der Geist schafft Beziehung. Gott hat sich zweimal mitgeteilt. Das ist eine andere Formel, von der ich glaube, dass sie richtig ist und über die können Sie unendlich nachdenken. Er hat sich einmal auf die Weise des Sohnes mitgeteilt und das ist nur ein Mensch, Jesus von Nazareth, und niemand sonst ist der Mensch, der sagt, ich bin der Sohn Gottes. Auf die Weise des Sohnes. Und an diesem Beispiel sollen wir Menschen lernen, was der Wert jedes einzelnen Menschen ist. Was ist eine Person? Das zeigt uns das Beispiel Jesu. Also die Absolutheit der Person, des Personseins und der Würde der Person. Die zweite Mitteilung des Heiligen Geistes, also nur dieser eine, die zweite Mitteilung Gottes ist die Mitteilung Gottes auf die Weise des Geistes. Und hier ist nicht einer gemeint, sondern alle. Also dagegen ist sogar das griechische Hen Kai Pan, also einer und alles, schon auf dem richtigen Wege, aber das können Sie viel tiefer von der Theologie her denken. Also der eine und alle anderen. Und ich glaube, dass man wiederum sagen kann, das erste Werk des Heiligen Geistes bin nicht ich oder du, also Einzelne, also unser, was uns immer in die Quere kommt, ist dieser verdammte moderne Individualismus. Also der nur einen Teil hat, eine Ecke, ich.
bis hin zu all diesen modernen Krankheiten des Autismus, Zeitkrankheit, zunehmend, immer mehr. Oder all die vielen Menschen, die sagen, oh, niemand liebt mich, ich bin einsam, alleine. Niemand ist einsam und alleine. Das sind schon ganz gefährliche Symptome einer modernen Krankheit. Die Mitteilung Gottes auf die Weise des Geistes an alle. Und darum ist das erste Werk des Heiligen Geistes, das ist sicher ganz richtig, das erste Werk des Heiligen Geistes ist die Kirche, die Gemeinschaft. Ja? Es gibt ohne Gemeinschaft kein Gottesverhältnis. In der japanischen Liturgie heute haben sie auf dem Titelblatt eine sehr schöne Buchmalerei aus Spanien, 14. Jahrhundert, da konnten die Maler das noch. Und hier haben sie sehr schön die Apostel, das ist jetzt Lukas, die Apostel sind versammelt, natürlich mit Maria, der Mutter Gottes, in der Mitte. Also, die Apostel und die Mutter Gottes. Und Maria ist mit Recht seit der Urkirche das Symbol der Kirche, das Symbol. Auch diese Gemeinschaft hier ist ein symbolisches Zeichen. Das freut mich heute, es ist ganz selten, dass Pfingsten auf den 31. Mai fällt. Ich vermute, ich werde das in meinem Leben nicht, ich muss das mal nachschauen, nicht mehr erleben. Also die Kirche und dann sind wir alle gerufen, Glieder dieser einen Gemeinschaft zu werden. Lassen Sie sich von Ihrem Individualismus erlösen. Jeder ist jetzt wie Jesus selbst in dieser Gemeinschaft des Heiligen Geistes, hat er eine absolute Würde und Einzigartigkeit und einen unendlichen Wert. So unsere Tendenz ist, oh Gott, so ein Club ging ja noch, aber so eine Milliardengemeinschaft, die kann ja nichts wert sein. Das ist ganz falsch. Jeder in dieser Gemeinschaft hat denselben Wert wie Jesus von Nazareth. Er sagt ja, mein Vater, euer Vater, mein Gott, euer Gott. Das geschieht zu Pfingsten. Lukas hat das jetzt auf seine Weise. Denken Sie immer daran, Lukas schreibt ja zwei Bücher, das Evangelium und dann dieses ungeheuer wichtige Buch, wo diese Gemeinschaft Jesu, das Leben Jesu, übergeht in die Kirchengeschichte. Dieser Übergang, der hätte sehr verunglücken können. Der war eigentlich nicht vorgesehen. Mit dem Leben Jesu sollte die Welt zu Ende sein. Die Jünger haben eine Zeit lang wirklich auf das Ende aller Zeiten gewartet. Lukas setzt zu Beginn der Mission, die jetzt hinausgeht, bis an das Ende der damals bekannten Welt, setzt er schon das Bild der Vollendung. Also dieser Anfang, der heute beschrieben wird, ist also ein typischer Anfang, auch ein typisch literarischer Anfang. Das könnten Sie bei einer Oper mit der Ouvertüre, bei einem Drama die Exposition. Es ist alles in diesem Alpha enthalten. Und aus der Theologie des Alten Testamentes zusammengefügt. Also, wo sind die Jünger und Maria versammelt? Natürlich in Jerusalem. Wo in Jerusalem? Eigentlich egal, auf dem Berg Zion, im Tempel, egal in welchem Raum. Sie sind versammelt und hoffen auf diese Begabung, diese Begeisterung. Und der Geist kommt.
so wie er dargestellt wird, als bei Johannes, als er haucht sie an, dieser Lebensodem, der Schöpfergeist, der das Schöpfungswerk Gottes wiederholt, in der Taufe das Wasser, das reinigt und lebendig macht, und hier das Feuer. Denn die sollen jetzt aus dem Haus herausgehen und begeistert das Evangelium und diese Taten Gottes verkündigen. Das Feuer, ein Putzmittel, Fegefeuer. Ich habe lange gebraucht, bis ich die Bedeutung Fegefeuer beim Schwertfeger verstanden habe. Diese Kraft erfüllt diese Gemeinschaft, und wie bei Johannes, der theologische Sinn ist immer in die gleiche Richtung. So wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Also, das ist so deutlich in der Heiligen Schrift überall gesagt, dass man sich wieder nur wundern kann. Keiner wird Mitglied dieser Gemeinschaft, keiner empfängt die Gaben des Geistes, um sie für sich zu behalten. Ja? Sie werden beschenkt, um weiterzuschenken. Sagen, weitersagen. Und das geschieht jetzt. Ja. Also in dem Raum ist die Kirche versammelt, empfängt die Gaben des Geistes. Und das große Kunstwerk, literarische Kunstwerk bei Lukas hier ist, und auf diesem Berg Zion sind alle Völker versammelt. Wenn Lukas Chinesen und Germanen und Japaner gekannt hätte, wären da auch Germanen, Japaner, Chinesen gewesen. Und jetzt geschieht wieder, was in der Wirkung und in der Kraft des Heiligen Geistes geschieht, das Verständnis. Der Geist schafft Frieden. Der Geist schafft offene Herzen. Und darum, hier wird die Menschheit von Babylon erlöst. Sie erinnern sich, Babylon, der Turm, der Hochmut, der Übermut, und die Folge davon ist Verwirrung, vertrieben sein und nicht mehr verstehen können. Diese Sprachen, die man nicht versteht, sind eine Strafe. Und hier heute wird sehr schön gesagt, die Sprache ist gar nicht das Problem. Ja? Das Herz ist das Problem. Der Wille zu verstehen ist das Problem. Also wir können eigentlich nichts Wichtigeres tun, als das sehen. Wir reden so unendlich oft und falsch aneinander vorbei. Und das nimmt zu. Was im Moment politisch los ist, da können Sie ja nur sich an den Kopf fassen. Das ist sogar schon der erklärte Wille, nicht mehr verstehen zu wollen. Also wirklich Sünde. Weil dieses Nicht-Verstehen, das Nicht-Zuhören, das Nicht-Sich auf den anderen einlassen, ist Sünde. Sehr schön gesagt, jeder spricht seine Muttersprache und jeder versteht die Fremdsprache. Weil es eigentlich keine fremden Sprachen gibt, solange wir nicht die anderen Menschen zu fremden, bösen Feinden und so weiter. Die Gabe des Verstehens, das ist ein notwendiges Werk des Heiligen Geistes. Es geht gar nicht anders. Und dann steht diese Gemeinschaft auf und verkündet dieses Evangelium. Und die dritte Lesung des Paulus, der im Korintherbrief, also ja sehr viel über den Heiligen Geist geschrieben hat, die ist auch für uns geschrieben, also ganz offensichtlich jetzt für unsere Generation. Die Gaben des Heiligen Geistes. Das erste ist, dass jeder eine Gabe hat, dass die Gaben sehr verschieden sind. Und wir lernen müssen, bei jedem Ausschau zu halten,
welche Gabe er hat. Was dabei herauskommen könnte, wenn wir das wirklich tun, wäre die ideale Servicegemeinschaft. Paulus sagt ja, also diese Gaben, die sollen eine Gesellschaft, einen Leib bilden, und jeder soll bitte immer im Auge behalten, was diesem Ganzen, dem Bonum Commune, nützt. Und das sehen Sie ja. Also ich bin am Ende mit meinem Demokratieverständnis. Ich sehe ganz deutlich, und darüber wird ja sehr viel geschrieben, der Aufbau der Demokratie mit Parteien, das war ein Irrtum. Die Parteien machen die Demokratie kaputt. Wir brauchen eine andere grundsätzliche Konzeption der Repräsentation. Es muss die Wahl geben und so weiter, Gewaltenteilung, das ist alles völlig klar. Aber die Parteien, das geht nicht mehr. Auch der Nationalstaat in Europa, das ist genauso ein Unglück. Durch diese Parteiungen und den Nationalstaat und so weiter geht der Blick auf das Gemeinsame verloren, und es entsteht ja, Parteiung, Fremdheit, Feinde und so weiter. Paulus sagt, jeder hat vom Heiligen Geist diese Gabe, damit dieser eine Leib entsteht, die eine Gesellschaft. Und was da steht, wenn ich das lese, kann ich nur sagen, ich verstehe nicht, wie das seit 2000 Jahren da stehen kann. Egal ob Jude oder Freie, Heide oder... Ja, das haben wir immer noch nicht verwirklicht, leider. Zu den Gaben im Sinn des Evangeliums. Also, dass wir auch alle normale Menschen, Sünder, Kinder Adams und nicht des Heiligen Geistes sind, merken Sie daran, wir fahren auch ab auf den Rang, die Position, der Blick nach oben, wer hat mehr Geld, mehr Macht, wer ist Minister, wer ist Präsident, und so da unten die Putzleute und die Müllabfuhr und das sind alles also eben nicht wirklich hochgeachtete Leute. Das müssten wir umkehren. Es gab vor Jahren einmal den ernst gemeinten Vorschlag, dass je höher die Position, je wichtiger die Position in einer Gesellschaft ist, also Schuldirektor, Oberbürgermeister, Minister, Bundeskanzlerin, das Gehalt immer kleiner wird. Und der Lohn ist, dass sie diese wichtigste Aufgabe für die Gesellschaft tun dürfen. Und je niedriger der Rang, also Grundschullehrer, Krankenschwester, also nicht der Chefarzt, sondern die Krankenschwester, das Gehalt immer höher wird. Darüber müsste man mal nachdenken. Wir müssen völlig weg, dass wir die Leute danach beurteilen, ob sie intelligent sind, einen Nobelpreis bekommen oder ob sie gerade bis drei zählen können, ob sie eine schmutzige Arbeit ausführen oder im Fernsehen Künstler, also die berühmten Leute. Diese ganze Gesellschaft schaut in die falsche Richtung. So, heute nehmen wir das ernst, dass jeder Mensch eine besondere Geistesgabe hat, und wir sollten lernen, die bei jedem Menschen zu suchen. Dann verhalten wir uns anders zu den Mitmenschen. Dass wir heute um diese Gaben des Heiligen Geistes bitten. Erst für die Gemeinde, weil die Kirche die im Übermaß nötig hat, und dann für alle Menschen, mit denen wir zusammenleben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Heilige Geist schenkt uns den Frieden. Doch scheint der Friede in immer weitere Ferne zu rücken. Darum bitten wir um den Beistand des Geistes. Geist des Friedens, verbinde die Menschen, die verfeindet sind in einer Welt, die mehr und mehr von nationalem Egoismus, von Gruppenegoismus geprägt ist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Geist der Einheit, führe die getrennten Christen zur Einheit in Glaube, Liebe und Hoffnung und verhindere, dass wir uns an die Zertrennung gewöhnen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Geist der Klarheit, hilf allen, die auf der Suche sind nach Sinn und Mitte ihres Lebens. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Geist der Liebe, schenke uns die Kraft der Treue und der Solidarität und erfrische uns, wenn wir müde sind. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Geist der Wahrheit, stärke die Kraft des Gewissens in allen, die Verantwortung tragen in Justiz und Politik. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Geist der Hoffnung, sei bei den Sterbenden und führe sie einmal in das Licht des Lebens. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Geist des lebendigen Gottes, du bleibst bei uns und um uns, damit wir deine Wege des Lebens gehen. Amen. Allmächtiger Gott, erfülle die Verheißung deines Sohnes und sende uns deinen Geist, damit er uns in die volle Wahrheit einführt und uns das Geheimnis dieses Opfers immer mehr erschließt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du das österliche Heilswerk vollendet. Heute hast du den Heiligen Geist gesandt über alle, die du mit Christus auferweckt und zu deinen Kindern berufen hast. Am Pfingsttag erfüllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkenntnis des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis eines Glaubens. Darum preisen dich alle Völker auf dem Erdenrund in österlicher Freude. Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte
und die Mächte der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Allmächtiger Gott, erfülle die Verheißung deines Sohnes und sende uns deinen Geist, damit er uns in die volle Wahrheit einführt und uns das Geheimnis dieses Opfers immer mehr erschließt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du das österliche Heilswerk vollendet. Heute hast du den Heiligen Geist gesandt über alle, die du mit Christus auferweckt und zu deinen Kindern berufen hast. Am Pfingsttag erfüllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkenntnis des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis eines Glaubens. Darum preisen dich alle Völker auf dem Erdenrund in österlicher Freude. Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte und die Mächte der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, der Herr, dein Auferstehen preisen, bis zu uns der Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis der Ausgießung des Heiligen Geistes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut
und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Tarzisius und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Weil der Geist Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen, darum sind wir Menschen Kinder Gottes. So dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das Brot des ewigen Lebens. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast deine Kirche mit himmlischen Gaben beschenkt. Erhalt dir deine Gnade, damit diese Kraft aus der Höhe der Heilige Geist in ihr weiterwirkt und die geistliche Speise sie nährt bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne uns und unsere Gemeinde, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.